50, Thema Schmutz. Alex ist hier. Alex ist 25. Hallo Alex. Hallo. Hallo Alex. Kannst du mich gut Warum? hören? Ja. Bitte? Kannst du mich gut hören? Sehr gut, ja. Alex, warum rufst du zum Thema Schmutz an? Ja, und zwar fühle ich mich angesprochen, weil ich dem WAM-Fetisch verfallen bin. Dem was? Der heißt Wem? Dem eine Wem-Fetisch. Abkürzung für Wet and Messy. Erklär mal, was das ist. Ja, Ich kenn's also da nicht. gibt es auch einen schönen Wikipedia-Eintrag, das wird in der Fachsprache anscheinend Saliromanie genannt. Das heißt, es wird eine sexuelle Erregung ausgelöst beim Beschmutzen von Personen oder Objekten. Ja, mach's noch ein bisschen konkreter. Was genau meinst du? Ja, letztendlich regt es mich, wenn ich Sachen, also mich oder andere beschmutzen kann, sei es mit Lebensmitteln, mit Schlamm, Ja. mit Wasser, mit Sperma. Ja. Ja, was Also. heißt andere eigentlich? Frauen. Ja. Na? Ja. Also, fast egal, mit was du die Frauen beschmutzen kannst. Ja, ich sag mal, je schmutziger, desto besser. Und ein Kontrast ist noch erregender, sag ich mal. Also wenn man jetzt weiße Kleidung und Ketchup hat zum Beispiel. Ach so, die müssen gar nicht nackt sein, die Frauen. Nee, nackt ist auch schön, aber mit die Kleidung dann zu beschmutzen, das Also ist schon wir cooler. stellen uns vor, eine sehr schöne Frau, die dir gefällt. Sie hat ein sehr schönes weißes Kleid an. Und du hast jetzt die Möglichkeit, die mit Schlamm zu beschmeißen, mit Ketchup, mit Soße und so weiter. Und das wäre dann so dein Ding. Ja, wobei ich sagen muss, dass ja, mal zu der ganzen Geschichte vielleicht etwas weiter ausgeholt, wo das überhaupt herkommt. Wenn ich recht überlege, hat es angefangen eigentlich zu Kindertagen im Stadtbad, wenn Mädchen mit T-Shirt ins Wasser gegangen sind. Ja. Ach Und so, das hat wenn mich. sich das so abmalte, so der Körper abmalte unter dem T-Shirt. Ja, es war nicht unbedingt, ja, ich sag mal, bei 10-Jährigen, ich 10, sie 10, da sieht man ja nichts, aber Nein, nein, aber überhaupt, wenn man die Haut so sehen konnte durch. Das nasse T-Shirt hat mich erregt, ja. So fing es an. Ja, Also, es so. muss auch immer, eine nasse Komponente muss dabei sein. Nee, das muss nicht sein. Muss nicht. Also Also man könnte auch jetzt. die schöne Frau mit dem weißen Kleid irgendwie mit Staub und Dreck und beschmeißen. Ja, da gibt es viele, viele Ausprägungen, sage ich mal. Es ist halt, es kann nass sein, es kann Nahrungsmittel sein, es kann Schlamm sein, etc. Und ja, da gibt es also eine richtige Community, was heißt Community, aber es gibt mehrere, die den Fetisch haben und da Ja. gibt es auch entsprechende Seiten, die das als Bild- und Videomaterial verbreiten. Geht man denn so weit, wir haben gerade am Anfang ja sowas sehr, sehr Perverses eigentlich gehört, dass du auch Spaß daran hast, die Frau mit Kot zu beschmeißen oder so? Nein, Nein, mal davon abgesehen, da dass ist Schluss. man wahrscheinlich nie jemanden treffen würde, der was mit sich machen lässt. Ja, aber ich frage ja nur. Nein, also Also das ich ist die frage. Grenze. Okay, da bin ich ja schon mal beruhigt. Das macht mir die Sache schon ein bisschen sympathischer. Was sind denn deine Lieblingsdinge, mit denen du Frauen beschmutzt? Flüssigkeiten oder was auch immer. Ja, ich sag mal, ich hatte bis jetzt oft eine Freundin, eine Frau in meinem Leben, die da mitgemacht hat. Wir hatten auch ziemlich Spaß dran, sag ich mal. Ja, und das war eigentlich, je schmutziger, desto besser und je kontrastreicher. Ja, sag mal, Also, was war es ja, denn? durch die Bank weg, Eier, Joghurt, Ach so, Eier, ja, genau. Spinat, Ketchup. Spinat ist natürlich auch sehr gut. Das ist auch sehr schön. ja, Cola, Milch, etc. So, das passiert wo? Im Bett? Nee, da versaust du das ganze Bett. Nein, also es ist schon cool, wenn man die Sachen danach waschen kann und wieder verwenden kann und die Wo Wohnung nicht vollsaut, ne? muss denn die arme Frau dann liegen? In der Badewanne oder? Ja, na, entweder man legt eine Decke drunter oder zusammen in der Badewanne im Bad Ja, mitschließen, kann man so. danach alles sauber machen. Jetzt stelle ich mir das vor. Du hast jetzt mit Spinat und mit all den Dingen, wie du es gerade beschrieben hast, deine nette Freundin eingesaut. Ja. Die hat ja immer noch ihr weißes Kleid darunter. Was passiert dann? Jetzt liegt die Frau da völlig verdreckt und verschmutzt. Was machst du dann? Ja, jetzt könnte man natürlich, entweder man hat noch
Geschlechtsverkehr, sage ich mal, oder man duscht sich ab und geht kuscheln schlafen. Na klar, natürlich ist mir klar, dass ja irgendwo der Geschlechtsverkehr noch stattfindet, aber wie und wann findet der Geschlechtsverkehr statt? Indem die Frau dieses beschmutzte Kleid noch anhat? Oder ja, reichst du sie ja vom Leib? Besser, schöner ist es, wenn sie es noch anhat. Wenn sie es noch anhat, naja. Und was ist jetzt schöner daran, dass sie beschmutzt wird, wenn sie ein Kleid anhat, als wenn sie beschmutzt wird, wenn sie nackt ist? Tja, es ist schwierig zu sagen, wie das entstanden ist. Aber es vielleicht ist so, mal, ne, für dich? Ja, vielleicht nochmal zurückzukommen. Wie gesagt, in dem Schwimmbad mit dem nassen T-Shirt und dann ging es weiter mit Internet. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, bin ich auf die erste Internetseite gestoßen. Es war keine normale Pornoseite, sondern eine Seite, die genau das verbreitet hat. Mhm. So, und ja, seitdem surfe ich eigentlich im Internet tagtäglich, um Bilder und Videos davon zu finden. Ja, da muss doch eigentlich so Schlammcatchen unter Frauen auch ein Traum für dich sein, ne? Das ist meistens aber nackt oder nur Bikini. Und achso, das ist wie gesagt, es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Bei mir, es kommt noch dazu. Ich denke, es kommt daher, dass ich in der Schule mal in ein Mädchen verliebt war und das hat immer Rollkragenpullover getragen. Achso, und die müssen also auch noch am besten weiße Rollkragenpullover tragen bei dir. Ja, was heißt weiß? Es geht auch schwarz und dann nimmt man halt Milch oder so. Du hast erst eine Freundin gehabt, mit der du das hast machen können. Ja. Sagst du. Wie erklärst du den Frauen denn, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, eine nette Frau, völlig normal irgendwo in der Disco oder weiß ich wo, und man kommt irgendwie so auf Thema Sexualität, wie erklärst du denn das? Ja, ich muss dazu sagen, dass ich ein absoluter Beziehungstyp bin und auch sehr offen und ehrlich und mit zu gegebener Zeit über alles rede. Das erwarte ich auch von meinen Partnerinnen. Ja, aber laufen die nicht sofort weg, wenn du sowas erzählst, die Frauen? Ja, ich sag mal, das war auch die erste, der ich das erzählt habe. Achso, das war. Ja, weil, keine Ahnung, wir waren irgendwie auf einer Wellenlänge und haben uns die ganze Nacht über alle möglichen Sachen unterhalten und sie war auch sexuell sehr offen und neugierig und habe ich halt gesagt, das und das würde ich mal gerne machen und dann hat man sich über eine Stufe gesteigert. Und dann habt ihr es gleich noch in der ersten Nacht gemacht? Nein. Nein, das nicht. Es hat schon etwas gedauert. Ja. Wobei, ich habe gerade einen moralischen Gedanken. Es sind ja Lebensmittel. Das ist ja eine Verschwendung von Lebensmitteln unter Umständen, ne, was du da machst. Ja, das kann schon sein, aber da gibt es so viele Verschwendungen auf der Welt. Da wird es auf drei, das bisschen Spinat, drei was du da für 19 Cent nicht ankommen. kannst du denn auch mit einer Frau, ich sag mal so, einen normalen sexuellen Kontakt haben? Oder langweilt dich ja, das total? Das natürlich, also. Klar, schmusen, kuscheln, normalen Geschlechtsverkehr, aber es ist halt doch, wenn sie das mitmacht, ist doch die Komponente überwiegend, dass man fragt, naja, wie wär's denn, wann können wir das mal wieder machen? Ja, klar, natürlich verstehe. Ja, das kann dann doch auch nervend sein, sage ich mal. Und ich muss auch eingestehen, dass es sich in letzter Zeit schon zu einer richtigen Sucht entwickelt hat. Das wollte ich gerade sagen, du bist ja jetzt erst 25. Ich kann mir gut denken, wenn man so einen Fetisch hat, der ist ja sehr speziell, dass je älter man wird, desto fixierter ist man darauf. Und je konzentrierter ist man ja auch darauf. Und wenn du sagst, dass du jeden Tag im Netz suchst, hast du das ja nur noch im Kopf. Sodass du vielleicht irgendwann gar nicht mehr fähig bist zu einer rein, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Beziehung. Nein, das denke ich nicht. So weit geht es schon. Aber ich bin, ich sag mal, ich komme davon nicht weg. Es ist auch die Frage, ob man davon wegkommen will. Ich meine, es ist nicht so Schlimmes. Ja. Aber ich sag mal, es wird schon dazu darauf hinauslaufen, dass meine Frau oder Freundin die Sache irgendwo oder später rauskriegen wird oder ich sie erzählen werde und wir das wahrscheinlich mal zusammen machen wollen. Ja. Wie viele Beziehungen hattest du bisher in deinem Leben? Vielleicht acht. Acht, aber immerhin. Das ist schon eine ganze Menge. Aber mit einer hast du es bisher dann nur ausgelebt, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ja. Und wie hast du das bei den anderen gemacht? Wie lebt man das denn heimlich aus, wenn man das der Freundin nicht erzählt? Ja, ich sag mal, so alt bin ich ja noch nicht, wenn man nicht zusammen wohnt, dann kann man natürlich irgendwie mal abends im Internet was alleine machen in seinem Zimmer. Ne? Also immer Internet. Heißt alleine machen in seinem Zimmer dann auch, dass du es bei dir machst? Ja, du hast es am Anfang ja so gesagt, dass du dich selbst auch einschmutzt. Ja.
Das machst du dann auch. Das ist dann so deine Selbstbefriedigungssession sozusagen. Ja, aber ja, das ist, hat vielleicht vor 2 Jahren angefangen und hat sich dann allmählich gesteigert, sage ich mal. Jetzt ist es vielleicht schon einmal pro Woche. Einmal pro Woche. Da geht aber viel Material dann schon drauf, ne? Was auch immer. Ja, man muss halt schauen, was den größten Schmutz bringt und was am günstigsten ist und am besten wieder rauszuwaschen ist. Da ist man schon mal mit 3 Euro dabei. Ja gut, das ist ja noch ganz, das geht dann ja noch. Ja. Wo machst du es denn, wenn du es machst, im Badezimmer? Ja, in der Dusche oder man legt eine Decke hin, die man damit wäscht. Das wird schon alles wieder sauber. Und ist das bei dir genauso wie mit den Frauen, dass du es am liebsten hast, wenn du angezogen bist und die entsprechenden. Ja, das ist auch so. Mhm. Und das Ende ist dann immer, dass du onanierst. Ja. Ja. Ja, Alex. Wer weiß denn das noch? Außer die eine Frau. Ja, ich sag mal, vielleicht noch 3 Leute, mit denen ich Videos tausche. Genau, so im Freundeskreis erzählt man das ja auch nicht so gern rum, ne? Ist ja schon ein bisschen speziell. Nee, ich bin zwar sehr offen, aber ja wenige würden es verstehen und viele würden einen damit vielleicht aufziehen. Ja, natürlich. Aber du müsstest doch eigentlich über das Internet, gibt es dann nicht auch gleichgesinnte Frauen, die man da so kennenlernen könnte? Ja, aber sehr, sehr, sehr rar, weil, sag ich mal, das machen viele Männer. Und da gibt es schon wenige Foren, wo man das ansprechen kann und Leute trifft. Aber ich sag mal, eine Frau auf 30 Männer und die wird dann sofort vollgetextet. Also Mädels, bitte nicht bei uns melden, wenn ihr von Alex beschmutzt werden wollt. Wir stellen hier keine Kontaktbörse her. Alex, danke für deine offenen Schilderungen. Sehr ungewöhnlich, hatte ich so in der Form noch nicht gehört. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Coole Sendung macht übrigens. Dankeschön. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss.